Wunderbaren guten Morgen. Es ist jetzt kurz vor halb fünf. Ja, logisch. Kurz vor halb fünf. Ich bin am Weg in die Arbeit. Heute ist Freitag, der 25. Februar. Und heute ist ein bisschen was geplant, videodrehtechnisch, lesetechnisch. Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch heute und morgen Vormittag so ein bisschen mit durch meinen Tag. Und versuche mich so an meinem ersten Vlog. So, und jetzt geht's ab in Richtung Radio. Hier geht es in die Redaktion. Die ist gerade noch ziemlich leer. Der Arbeitsehemann ist schon da. Guten Morgen. Und hier geht es an meinen Platz. Dann gehen wir die Gaudi wieder an. Das ist das Studio. Zwei Songs haben wir noch und ein bisschen Werbung. Und dann geht's hier los. Tirols einziger Rundum-Service. Echtzeit. Um kurz vor sechs, momentan keine Störungen von den Tiroler Straßen gemeldet. Wenn ihr was entdeckt, Staus und Blitzer, dann klingelt durch unter 0512 20 80 85. Vielen Dank und gute Fahrt. Guten Morgen! Guten Morgen! 6 Uhr am Frifra-Freitag. Schönen Start in Richtung Wochenende wünschen wir. Freunde, die Schlagzeilen sind wirklich heftig und beunruhigend dieser Tage. Ja. Wir versuchen euch bestens am Laufenden zu halten. Immer am Punkt und um halb gibt es das Update rund um die Ereignisse aus der Ukraine. Trotzdem, glaube ich, brauchen wir auch ein bisschen Ablenkung und gute Laune. Wir sind für euch da. Und spielen euch weiter wie gewohnt den besten Mix für Tirol auf Live-Radio mit den aktuellen Hits von Tom Gregory. Und wir starten jetzt mit Sunrise Avenue. Der Herr Kaufmann hat aufgetischt. Es gibt Lachsbrötchen und Quiche und gefühlt den Rest aus seinem Kühlschrank. Safari. Frühstückssafari. Der Kaufi ist gerade nicht da. Deswegen jetzt Übernahme des Moderationsplatzes. Na, ich mache ja natürlich nichts. Aber so schaut das dann aus. Das ist der Ausblick eines Radiomoderators in der Frühsendung. Mit ganz vielen Knöpfen und Tonspuren. Und das ist unser Blick aus dem Studiofenster. Zentral mitten in Innsbruck. Hallo! So, wie man unschwer erkennen kann, sind ich und meine fünf olympischen Augenringe vom Frühdienst wieder zu Hause. Es ist jetzt ungefähr halb zwei. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen klar Schiff machen in meinem Saustall und alles herrichten, weil in einer halben Stunde kommt die Caroline zum fleißigen Videos drehen, damit wir euch wieder mit neuen Booktube-Videos versorgen können. Ich freue mich schon seit Wochen drauf, weil wir wollten eigentlich schon viel früher drehen. Dann ist ein bisschen Corona dazwischen gekommen und wenn die Caroline und ich drehen am Nachmittag, ist es immer extrem lustig. Die Zeit vergeht wie im Flug und es ist immer extrem lustig. Deswegen, Vorfreude ist groß, aber der Saustall aktuell noch, auch noch. Und ein neues Gesicht werde ich mir auch aufmalen müssen. Naja. Ansonsten, ja, die Fragen, die reingekommen sind über Insta zum Radio und auch generell zum Lesen, die werde ich dann in einer ruhigen Minute noch beantworten. Da habe ich jetzt keine Zeit, das wollte ich eigentlich jetzt noch machen, ist sich wieder top ausgegangen. Zeitplanungstechnisch bin ich immer spitze, nämlich gar nicht.
Aber ihr werdet dann sehen, was wir diesen Nachmittag noch so fabrizieren. Und auch da nehme ich euch ein bisschen mit. Viel Spaß dabei. Hier lauern Paparazzi. Gemeiner. Genau. Eis. Hände hoch. Sie nimmt mir meinen Kaffee weg. Sitzen Sie gemütlich? Aber sowas von. Es ist aber. Schaust da tief entspannt aus. Ja, das Gesindel, ja. Was am Freitag frei hat. Das Gesindel, ja. Das Gesindel hat sich's verdient. So. Boah, jetzt ist mir zu heiß, ich sag's euch. Sollen wir nicht einmal angucken? So ein Zahnscheinwerfer habe ich jetzt nicht, dass der jetzt nein, schon. Jetzt ist mir zu heiß, ich weiß auch nicht warum. Hallo nochmal, wie ihr seht, bin ich schon wieder im Auto und unterwegs. Die Caroline war den ganzen Nachmittag über da. Wir haben fleißig Videos gedreht, war super lustig. Und ja, das Vloggen habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, aber spontan bin ich jetzt noch bei Freunden zum Essen eingeladen. Da geht man natürlich hin. Ist ja eh klar. Sprich, meine Lesezeit verschiebt sich auf morgen Vormittag, ist mir aber auch egal, weil morgen Vormittag bin ich allein zu Hause und habe meine Zeit zur freien Einteilung. Und das werde ich genießen mit Buch und Couch. Deswegen sehen wir uns morgen. Schönen guten Morgen. Ihr seht jetzt hier meinen Frühstücksporridge, Kaffeetee und mein Currently Reading und nicht mich, aus dem ganz einfachen Grund. Ich schaue noch aus, als wie ein gerupftes Huhn um diese Uhrzeit am Wochenende. So, hier bin ich wieder. Diesmal in meiner vollen Pracht. Nicht, na, nicht mehr ganz so zu Hause, das ist gut gesagt, aber zumindest präsentabel. Ich habe es mir jetzt auf meiner Couch gemütlich gemacht mit einer Tasse Kaffee. Und werde jetzt ein bisschen weiterlesen und zwar hier drin. Zwei Handvoll Leben von Katharina Fuchs lese ich ja gemeinsam mit der lieben Madeleine. Und ja, ich werde jetzt nicht zu sehr auf die aktuellen Tagesgeschehnisse eingehen, aber wir haben beide festgestellt, dass sich dieses Buch doch ganz am Anfang noch etwas anders gelesen hat als jetzt in den letzten 2, 3 Tagen. Mit einem Krieg in nächster Nähe, ja, ist das Ganze doch, es fühlt sich nicht mehr so historisch an, nicht so, ja, weit weg, sondern leider sehr, sehr realistisch. Das Buch ist aber auch unabhängig von der Realität sehr packend, sehr wirklich gut geschrieben, gefällt mir gut. Wir sind jetzt ja, bei der Hälfte ungefähr und da werde ich jetzt noch weiterlesen. Außerdem lese ich gerade auf meinem E-Reader das neue Buch von Letizia Colombani, Das Mädchen mit dem Drachen. Ein wieder sehr, sehr heftiges Buch, das lose mit dem Zopf zusammenhängt. Das war ihr erstes Buch, das auf Deutsch veröffentlicht worden ist. Und spielt in Indien und ist wirklich, ja, ganz zart beseitet darf man nicht sein. Die Realität ist hart in Indien und sie beschreibt das sehr ungeschönt und sehr deutlich und sehr realistisch. Ist ein sehr packendes Buch, das ich wahrscheinlich noch am Wochenende beendet werde und ihr werdet es dann im Lesemonat sehen, im Lesemonat Februar. Der ist aber wahrscheinlich schon online, wenn dieses Video online kommt. Also wisst ihr eh schon Bescheid. Ich habe euch eins noch, ich habe euch auf Instagram gefragt, ob es denn Fragen gibt an mich zum Thema Radio, zum Lesen, zu mir selber, ganz egal, was ihr wissen wollt, immer her damit. Und da sind tatsächlich einige Fragen dahergekommen, was mich sehr, sehr freut. Und die werde ich jetzt versuchen zu beantworten. Erstmal zum Radio. Wie bist du zum Radio gekommen?
Ich bin zum Radio gekommen durch Zufall tatsächlich. Ich war kurz vorm Abschluss an der Uni und habe dann zufällig den Kaufi getroffen, den ihr schon im Video gesehen habt im Radio, meinen Frühsendungspartner, weil ich kenne den Kaufi schon seit 20 Jahren mittlerweile. Wahnsinn, ja. Seit 20 Jahren. Und habe ihn dann zufällig wieder getroffen und er hat mir erzählt, ja, wir suchen neue Mitarbeiter, wir brauchen jemanden in der Redaktion, bewirb dich doch. Dann habe ich mich beworben, habe ein Praktikum gemacht und wurde direkt übernommen und das ist jetzt fast 10 Jahre her und seitdem bin ich beim Radio. Also kleiner Insider-Tipp quasi hat mir da geholfen. Welche Aufgabe beim Radio gefällt dir am besten? Auf welche könntest du verzichten? Am besten gefällt mir tatsächlich einfach das Moderieren, das Quatschen auf Sendung, eben mit dem Kaufi. Es macht unglaublich viel Spaß, auch zum Beispiel, wenn noch Hörertelefonate dabei sind. Es ist wirklich echt lustig, echt unterhaltsam. Und ja, wenn on air gelacht wird, dann ist das auch wirklich, weil es Spaß macht. Also mir macht das Moderieren sehr viel Spaß. Ich war ja erst in den Nachrichten. Das ist natürlich etwas, ja, war 9 Jahre lang wirklich ein toller Job, aber ist natürlich etwas schwerer als, sage ich jetzt mal, die Moderation, wo man auch über lustig und oder wo man hauptsächlich über lustig und unterhaltsames redet. Aber das gefällt mir jetzt wirklich sehr gut, das Moderieren. Auf welche Aufgabe könnte ich verzichten? Die Aufgabe, um 4 Uhr in der Früh jeden Tag aufzustehen, das ist das Einzige. Aber ansonsten habe ich aktuell wirklich wenig Aufgaben, wo ich sage, das ist. Natürlich macht man manche mehr lieber und manche weniger gern, aber im Großen und Ganzen gibt es nichts, wo ich sage, das Aufstehen ist am schwierigsten, ist leider immer noch so nach so vielen Jahren. Dann Fragen zum Lesen. Musstest du schon mal ein Buch abbrechen, weil es dir zu heftig oder zu schlecht war? Zu heftig. Also ich habe schon Bücher abgebrochen, ja. Ich breche tatsächlich aber kaum Bücher ab. Und weil sie mir zu heftig sind, eigentlich nicht. Also ich halte wirklich viel aus beim Lesen. Ich glaube auch viel mehr als zum Beispiel, wenn ich jetzt Film oder Serie schaue. Ein Buch abbrechen, weil es zu schlecht war. Ja, es gibt da, also das ist dann nicht, weil es einfach total schlecht geschrieben ist oder sonst irgendwas. Also habe tatsächlich keine Erinnerung an ein Buch, das ich abbrechen musste, weil es mir einfach zu schlecht geschrieben war, das nicht. Aber wenn es vom Stil her, von den Charakteren her, von der Geschichte her mich einfach nervt, dann breche ich es ab oder lese quer oder ja, wie zuletzt bei dem einen Buch von Emma Scott, wo ich nicht mehr weiß, wie es heißt. Egal. Im Dezember habe ich euch im Lesemonat Dezember schon vorgejammert, wie schlimm das für mich war. Das habe ich dann quer gelesen und das Ende, ja, mehr oder weniger vom zweiten Teil dann gegoogelt, um mir das Buch zu ersparen. Aber abbrechen, ich breche sehr, sehr selten tatsächlich Bücher ab, sollte ich vielleicht eher machen und mir meine Nerven sparen. Welches Buch könntest du immer wieder lesen? Das ist schnell beantwortet. Es ist Outlander. Dieses Buch wird mich mein Leben lang begleiten. Es ist toll, es ist super. Ich liebe den ersten Teil heiß und innig. Ich habe schon so viel über dieses Buch gesprochen. Heiter weiter. Schaffst du es heuer auf eine Buchmesse? Das ist eine sehr gute Frage, je nachdem, was denn stattfindet. Ich hoffe, dass ich es im Herbst wieder auf die Litlauf nach München schaffe. Zu Random House. Ansonsten mal schauen, was so stattfindet und mal schauen, was es an Veranstaltungen gibt. Und ich hoffe natürlich sehr, dass im
Oktober normalerweise wieder das Krimifest in Tirol stattfindet. Da gibt es Veranstaltungen quer übers Land verteilt, immer wieder Lesungen und Events. Und ist natürlich super, wenn das vor der Haustüre stattfindet. Da gehe ich seit Jahren mit sehr viel Freude und Enthusiasmus hin. Und da werde ich heuer mit hundertprozentiger Sicherheit wieder dabei sein. Worüber würdest du ein Buch schreiben? Ich würde wahrscheinlich einen Thriller schreiben. Tatsächlich, weil ich im Bereich Crime durch meinen Job natürlich Erfahrung habe und durchs Lesen natürlich auch Erfahrung habe. Und weil es einfach, glaube ich, ja, mir sehr viel Spaß machen würde. Aber die zündende Idee ist nicht vorhanden. Dementsprechend braucht ihr euch nicht zu fürchten, dass bald irgendein Buch von mir in der Buchhandlung aufliegen könnte. Also, ja, ich habe jetzt aktuell keine Ambitionen, da was zu veröffentlichen. Geschweige denn, dass irgendwer andere Ambitionen hätte, mich zu veröffentlichen. Macht dir Insta oder YouTube mehr Spaß? Ich glaube, das hat man die letzten Wochen klar gemerkt. Mir macht YouTube deutlich mehr Spaß. Das ist mein Format, das ist meine Art. Ich spreche gerne, ich quatsche gerne. Fürs Foto stillsitzen, naja, okay. obwohl ich die Insta-Community sehr, sehr lieb gewonnen habe die letzten Jahre und auf die wirklich nicht verzichten wollen würde. Und ich werde auch auf Insta bleiben, weil es einfach eine nette Ergänzung ist. Wann liest du, wie schnell liest du? Wann ich Zeit habe? Naja, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Oft mal nachmittags, nach dem Frühdienst oder am Wochenende. Und wie schnell liest du? Tatsächlich sehr, sehr langsam für eine Vielleserin. Ich brauche wahrscheinlich für 50 Seiten sicher eine halbe Stunde länger als die meisten anderen oder keine Ahnung. Ja, also in einer Stunde schaffe ich die 50 Seiten mit Sicherheit nicht. Kommt auch aufs Buch natürlich an. Also in einer Stunde 50 Seiten eines Klassikers zu lesen, ist ganz was anderes, als in einer Stunde 50 Seiten irgendwie New Adult Berieselung zu lesen. Aber ich bin ja wirklich eine sehr langsame Leserin. Und abschließende Frage, wann wird geheiratet, sind Kinder geplant oder unterwegs? Ist eine sehr persönliche Frage, die ich kurz und knapp beantworten werde. Ich bin verlobt, sage ich es erstmal offiziell auch in eine Kamera, jö, toll. Ich bin seit Jahreswechsel verlobt, sehr, sehr glücklich verlobt. Wir werden dann nächstes Jahr geplanterweise heiraten und Kinder unterwegs sind aber keine und auch nicht in nächster Zeit geplant. Ja, das waren die Fragen. Falls ihr noch irgendwas wissen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann werde ich mir jetzt Zeit nehmen und mein Buch weiterlesen. Wir sehen uns vielleicht nochmal später. Zumindest kurz verabschieden werde ich mich noch. Also irgendein Clip, irgendwas kommt jetzt noch. So, hello nochmal. Vlog Beate vom Wochenende hat völlig verkackt. Heute ist Dienstag. Toll. Es fehlt eigentlich nur noch eine kurze Verabschiedung von meinem Vlog, aber genau die habe ich am Wochenende nicht mehr gedreht. Ja, ich habe am Wochenende noch recht fleißig gelesen, ansonsten ist nicht mehr viel Spannendes passiert. Deswegen werde ich den Vlog jetzt abschließen, es gibt nicht mehr viel zu erzählen. Außer meine Bitte, lasst mir gerne Feedback da. Ich habe so einen Vlog noch nie gemacht, dementsprechend weiß ich nicht, ob ihr mit sowas was anfangen könnt oder ob ihr sagt, na bitte, uns reicht schon die normalen Formate, unter Anführungsstrichen, mit denen du uns unter der Zeit beehrst. Lass das doch, das kannst du nicht. Oder ihr sagt, hey, das war gar nicht so unspannend oder das war ganz unterhaltsam, dann gibt es sowas öfters, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Natürlich nicht irgendwie erzwungen, weil es wäre Blödsinn. Das war's dann und ich hoffe, der Vlog hat euch wenigstens ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat er zum Drehen sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Vielleicht lasst ihr dem Video ja ein Like oder einen Kommentar da. Oder gebt mir auch ein Abo und dann bis zum nächsten Video, sei es bis zum nächsten Vlog oder bis zum nächsten klassischen Video. Bis bald, ciao, servus!